Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Botschaft des Films für dich? Naja, der Film ruft natürlich die ganz große Liebe an, ne? Oder vielleicht auch eher die wahre oder so, dass man sagt, die Botschaft ist, ruhig aufs Herz zu hören. Das ist und bestimmt dann austauschbar. Hier erleben wir das anhand einer wirklichen Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, aber du kannst natürlich den Moment dessen, dass du auf dein Herz hören sollst, das, was meine Figur ja erreichen soll, total austauschen mit entweder nimm gleich den Beruf oder denk an deine Eltern oder also du kannst es sozusagen in die ganzen auch in die Unwägbarkeit und die Schwierigkeiten deines Lebens irgendwie vielleicht übertragen und sagen, es ist gar nicht so unbedingt nötig, dass man immer alles von außen so nimmt und sagt, alles, was von außen kommt, auf das muss ich hören. Bei dem Film darf man es aber machen, weil sozusagen da appelliert wird, irgendwie aufs Bauch oder aufs Herz zu hören. Das ist die Main Message für mich so. Okay. Und dein Charakter ist ja eigentlich, hat sich ein bisschen durch diese SMS auch verliebt. Denkst du, dass das effektiv im realen Leben möglich ist, dass man sich nur durch eine SMS oder mehrere SMS verliebt? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja ein starkes Buch, was schon Jahre alt ist, von Stefan Zweig. Jetzt überlege ich gerade, wie es heißt. Da liest einer die ganze Zeit Brief einer Unbekannten. Und das ist so ein geiles Buch. Das fällt mir gerade ein. Ich habe es irgendwie dreimal gelesen und immer geflennt. Ja. So da, das Worte können dich... Kann ich reißen wie alles, also wie Film oder wie, also kann ich einfach emotional so berühren, dass du dich, na klar, also sollte jemand wirklich sein Herz dir öffnen in schriftlicher Form, natürlich, wenn das gut geschrieben ist oder wenn es einfach, wenn du vielleicht einfach der bist, an den es wirklich, also du kannst einfach der sein, den das einfach so trifft, so dann, ja, glaube ich dran, voll. Hast du auch schon mal eine SMS bekommen, die eigentlich gar nicht für dich war, sondern vielleicht für irgendjemand anderes, aber... Ja, bestimmt, aber nicht mit so einem Druck, also sozusagen mit so einem auch, ne? Also nicht mit so einem emotionalen, wie sagt man, Ausschlag. Das nicht, ne. Marc war ja beim Verabreden fürs Essen eigentlich sehr nervös und hat dann ein bisschen gehaspelt und alles, kam ein bisschen komisch rüber. Wirst du auch irgendwie seltsam, wenn du nervös bist? Kennst du das von dir selber oder bist du eher ruhig? Nee, ich werde überhaupt nicht ruhig. Ich bin total auch total hibbelig und so. Momentan geht es mir ganz gut. Nee, aber das, ja, kenne ich. Also klar, wenn man irgendwie aufgeregt ist, nee, ich werde überhaupt nicht ruhig. Witzig, wie einschlafen, ne? So. Ja. Wenn man nervös ist. Aber nö, ich kenne das von mir, dass man so hampelig wird. Und ich werde dann auch echt, mache dann die schlechtesten Witze und so, eigentlich total Banane immer. Wie war es für dich? Du hast eine Schauspielkollegin nicht nur als Gegenpart, sondern das mal auch als Regisseurin. Wie war das für dich? So mal. Also, das stimmt. Als Partnerin und Regisseurin war das neu, ne? Ich kannte Matthias als Regisseur und Schauspielpartner. Aber hier. Gleichsam auch in der Liebesgeschichte war das neu und ja, also da war einfach nur wichtig, dass die Frau Herford da weiß, was sie da tut. Und das war aber von Anfang an spürbar. Und dass sie, naja, witzigerweise war sie ja diejenige, die dann hier und da mal gesagt hat, ey, hier ist der Moment, wo es hier funken muss. Oder wo sozusagen, ne, also sie konnte sozusagen noch selbst in der Figur oder im Spiel entdecken, also im Moment des Spielens entdecken, dass es gerade noch nicht reicht für den Inhalt der Szene, ja, für den Moment, was jetzt verhandelt wird, emotional. Ist natürlich eine Meisterleistung, weil sie macht das hier so und da so. Jetzt bin ich nervös, weil sie da ist. Das ist Nora Tschirner. Ich wollte nur fragen, ob alles gut läuft, ob die lieb zu dir sind oder ob ich irgendwann rausschmeißen soll. Nee, es ist alles in Ordnung. Danke. Dann lass mich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Ist cool. Du hast leider nur noch 29 Sekunden Zeit. Toi, toi, toi. Okay, alles klar. Puh, krass. Ja. Ja, wie ist es wirklich? Guck mal, das meine ich. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Ja.